Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, jetzt wird es aktuell, jetzt wird es politisch bei Fellner live. Direkt vom Parlament zu uns gekommen, Peter Pilz. Willkommen, Peter. Danke Hallo. Fürs Kommen. Peter ist ja der Aufdecker der Nation, wie wir wissen, wenn er wirklich arbeiten kann und nicht andere Dinge am Hals hat. Aber jetzt kann er wieder arbeiten und jetzt gibt er Vollgas. Und heute ist im BVD-Untersuchungsausschuss, wo wir immer schon sagen, was ist mit dem Ausschuss los? Wann geht es da mal endlich ans Eingemachte? Weil man schon ein bisschen das Gefühl hat, da schlafen alle ein. Aber keine Rede davon. Heute ist dort eine wirkliche Bombe geplatzt. Und der ganze Ausschuss hat sich eigentlich ein bisschen verlagert von bis jetzt ein FPÖ-Ausschuss, wo man sagt, na, Kickl schwer in der Tinte. Und heute platzt dort eine Bombe, die eine eher schwarze Farbe hat, Peter, nicht? Oder türkis müsste man jetzt sagen. Das ist eine rein schwarze oder jetzt türkis gestrichene Bombe. Die Geschichte ist relativ einfach, aber wir stehen am Beginn der Aufklärung gemeinsam mit der Polizei und mit der Staatsanwaltschaft. Der Chefermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat uns heute unter Wahrheitspflicht Folgendes gesagt. Der schwarze V-Mann, der Chef der nachrichtendienstlichen Abteilung im BVD, hat sich Daten aus der Wählerevidenz der ÖVP kommen lassen, über Führungspersönlichkeiten in dieser Republik, ziemlich viele Leute aus der ÖVP darunter, mit Namen, mit Geburtsdatum, mit allen möglichen, was dazugehört. Und mit Sicherheit nicht, um jetzt Wahlen, Nationalratswahlen im BVD. Wahlaufrufe zu schicken, sozusagen. Das mit Sicherheit könnt ihr nicht. Könnt ihr natürlich tun, aber hat er nicht getan. Und jetzt ist für uns die entscheidende Frage, und auch die Polizei ist da am Beginn der Ermittlungen, wozu schickt die ÖVP Wählerevidenzdaten über Staatsanwälte, über Führungskräfte in der Polizei, über Top-Manager der Wirtschaft, über Regierungsmitglieder, über hohe ÖVP-Funktionäre, an den Vertrauensmann im BVD, der Zugriff zu allen Geheimdienstdaten über mögliche Personen hat. Für mich gibt es nur derzeit eine einzige plausible Antwort. Mir fällt wirklich keine zweite ein. Die ÖVP wollte auf verdeckte Art und Weise nachschauen, ob gegen diese Leute was vorliegt. Das ist ein Thriller jetzt eigentlich das mit wird heutigen sehr Tagen. Spannend. Ja. Das ein wird Polit-Thriller. Sehr spannend. Ja, um das noch einmal festzuhalten. Also es gibt einen Top-Ermittler, also einen sozusagen den Spitzenermittler in dieser ganzen Causa, der arbeitet als Polizist für die zuständige Staatsanwältin und gilt als, wie nennt man das, Chefermittler? Oder das ist der Chefermittler. Der Chefermittler in der BVD-Causa. Der war heute Zeuge. Der hat ausgepackt. Ja, und im Gegensatz zu anderen, die gesagt haben, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht, ist eh nichts gewesen, sagt er, also es gibt da was ganz Konkretes, nämlich der Chef des Nachrichtendienstes, also praktisch der führende Spionagechef in dem Land. Eigentlich ist es der Griedling als BVD-Chef, aber der hat ja da x Abteilungen unter sich. Und eine dieser Abteilungen ist der Nachrichtendienst. Und der Chef dieses Nachrichtendienstes, also der Spionagechef, der über alle nachrichtendienstlichen Ermittlungen in dem Land Bescheid weiß, der ist also A, offenbar ÖVP-Mann, B, offenbar mit der ÖVP in engstem Kontakt und hat mit denen auf Computer hin und her geschickt Wählerevidenzen, also sprich die ÖVP hat dem eine Liste von Namen aus der Wählerevidenz geschickt, aber nicht die gesamte, sondern halt nur ganz ein paar ausgesuchte, primär ihre eigenen, um man nimmt da und zu sagen, schau mal nach, was liegt gegen Erwin Bröll zum Beispiel ist dabei, oder Johanna Mikl-Leitner ist dabei, Mitterlehner ist dabei, Anwälte sind dabei. Anwälte, führende Polizisten, Staatsanwälte und so weiter. Man sieht, der Gernot Blümel ist dabei, um auch von einem aktuellen Regierungsmitglied zu sprechen. Jetzt ist es und nicht. Die schicken dem die Wählerevidenz um mich und werden ja wohl nicht sagen, hey, schick ihn an einen Wahlaufruf, sondern sagen, schick uns zurück. Was liegt über den vor? Ja, und dann gibt es ja offenbar Ordner, wo dann steht, zurückgeschickt worden sind 48 Seiten. Ja, es ist offensichtlich etliches und dann kommt ja noch dazu. Dieser ÖVP-V-Mann hat selbst Angebote gemacht in Richtung ÖVP. Bitte sagt mir, was ihr wollt,
ich liefere euch Informationen aus dem BVT. Das ist ein Lieferant. Mhm. Das ist ein Lieferant. Und der hatte nicht nur Zugang jetzt zu harmlosen Daten, sondern zu den sensibelsten Daten im BVT. Der war zuständig für die Kontakte, auch was Personen betrifft, Auskünfte bei CIA, bei Mossad, bei BND und. Naja, bei dem Nachrichtendienst ist ja alles A, was ist in Österreich über und die Person kundig, ja. B, und was ist international ja. über den Nachrichtendienst. Und jetzt kann man das natürlich so machen, dass man sagt, ich schaue mir meine eigenen Parteifreunde an, ob die irgendein Problem haben. Vielleicht sind sie auch nicht wirklich Parteifreunde und ich möchte gern wissen, was es über die gibt. Aber auch, ich schaue mir ganz andere an. So. Und das müssen wir uns jetzt sehr genau anschauen, weil jetzt besteht der Verdacht, dass sich die ÖVP nicht nur Informationen eingespeist hat ins BVT, sondern das BVT missbraucht hat, um Leute überprüfen zu lassen. Ja, das ist klar, der Amon hat heute gesagt, na ja, wir haben dem die Wählerevidenz zur Verfügung gestellt. Nun muss man ehrlich sagen, das BVT wird die Wählerevidenz nicht brauchen. Wer einen Nachrichtendienst, der von der ÖVP die Wählerevidenz braucht, den müssen wir eigentlich zusperren, nicht? Weil das kriegt ja jeder Amateur heute, der Wählerevidenz. Ja, und außerdem das Einzige, was ein Nachrichtendienst nicht braucht, ist eine Wählerevidenz. Ja, meine ich. Weil das ja, Einzige, das was ein Nachrichtendienst nicht ja. macht, ist Wahlen organisieren. Ja, ja. Beziehungsweise Adressen von ja, Personen haben wir, die kann das ist eine sehr Register. Seltsame Geschichte. Und jetzt wissen wir, dass von diesem Herrn P., sagen wir es einmal vorsichtig, von diesem Herrn P. es ein ganzes schwarzes Netzwerk gibt. Das geht hin zum Abgeordneten Amon, das geht hin ins damalige Kabinett von Außenminister Kurz und das geht in einige andere sehr sensible Bereiche und einer, der immer in diesem Netzwerk von war, wann ist, denn ist diese, der Herr von wann ist denn diese eigenartige Wählerevidenzabfrage? Das war das, was wir kennen, weil ja. da ich befürchte, genau, dass das, du mehr was heute vorgelegt das war 2015. 2015 ja. erst, ja. also erst vor zwei Jahren. Ja, das ist noch nicht lang her. Also 3 Jahren ist ja, das. Ja, das ist eine vor 3 Jahren. Kurz also zurückliegende. Sozusagen am Höhepunkt der Großen Koalition ja. das ist eine mit Alena Faymann. Ja, das ist eine ja. durchaus aktuelle ja. Geschichte. Und jetzt müssen wir natürlich, so wie die Polizei uns fragen, was ist da wirklich passiert? Da steckt eine Absicht dahinter, da gibt es ja einen Zweck, warum das gemacht worden aber ist. Aber eines dürfte ja nach dieser sensationellen Aussage feststehen, die ÖVP hat den Nachrichtendienst angezapft. Ne? Die ÖVP, haben dort eine Pipeline ja, eingekriegt, mehr ja, oder weniger, das, in die hin und her gepumpt wurde. Das ist ja das Außergewöhnliche, ja. zuerst kommen wir drauf, freiheitliche Hausdurchsuchung, Überfall aufs ja. BVT. Ja. Und dann, jetzt beginnen wir drauf zu kommen, na, die ÖVP musste das BVT ja nicht überfallen, weil sie über eine Pipeline eh datenmäßig ja. verbunden war und alles haben konnte. Der große Unterschied zwischen ÖVP und FPÖ im BVT war nicht, dass der eine das BVT missbrauchen wollte und der andere nicht, sondern dass die einen ihre Leute an den Schlüsselstellen sitzen gehabt haben. Seit Jahrzehnten muss seit man Jahrzehnten und ja. Datenmissbrauch ja. betreiben konnten. Ja. Unter Claude Müller und den schwarzen Minister bis Sobotka war das BVT in diesem Bereich ein schwarzer Privatgeheimdienst. Und jetzt ist das natürlich dramatisch. Nicht? Weil jetzt kann man natürlich sagen, im Extremfall, ja, das ist jetzt erst nur eine Vermutung oder eine Unterstellung oder eine These, aber im Extremfall könnte es natürlich sein, dass sich die ÖVP über diesen ihr offenbar gefügigen Nachrichtendienstchef, den sie ja dort da hingesetzt hat, schlicht und einfach alle Daten besorgt hat. Die hätten sie den gesamten Nachrichtendienstakt vom Faymann besorgen lassen können. Ich halte es durchaus für wahrscheinlich und wir haben aktenmäßige Hinweise, dass da viel, viel mehr passiert ist. Viel, viel mehr passiert ist. Dass genau dieser ÖVP-V-Mann, der schwarze Maulwurf im BVD, sich viel, viel heiklere Daten beschafft hat. Wir haben schon Listen und wir versuchen die jetzt Schritt für Schritt aufzuarbeiten. Da dürfte viel mehr passiert sein. Und wir fragen uns natürlich nicht nur, was hat dieser Maulwurf für die ÖVP alles beschafft, sondern wer hat ihm den Auftrag gegeben und wer hat in der ÖVP diese Informationen entgegengenommen. Und da kommen immer wieder 3 Namen. Der Name eines Kabinettschefs, der Name eines Mitarbeiters des Kabinetts des damaligen Außenministers und der Name
eines Abgeordneten. Und das schauen wir uns sehr genau an. Weil man muss sagen, aus den heute vorgelegten Unterlagen geht ja noch nicht hervor, dass die den politischen Konkurrenten ausspioniert hätten. Weil heute geht es primär um eigene Leute. Ja, ja, ja. Mick Leitner, Bröll, Mitterlehner, also praktisch die ganze ÖVP-Nomenklatura. Und Staatsanwälte, Anwälte, um Richter, Juristen im weitesten Sinn. Und man muss jetzt sehr wahrscheinlich nachschauen, wer ist das überhaupt aller, weil man einen Teil dieser Personen ja gar nicht kennt. Ja. Aber man fragt sich natürlich, warum ist nicht Faymann abgefragt worden? Warum ist nicht Pilz abgefragt worden? Warum ist nicht Fellner abgefragt worden? Wer sagt, erstens, wer sagt, dass das nicht abgefragt worden ist? Wir schauen uns das alles erst an. Weil ich habe zuerst einen Ordner gefunden und der heißt origineller Weiße Weihnachten 2015, glaube ich, oder? Der Chefermittler der Polizei hat uns heute gesagt, es war gar nicht so leicht, diese Datensätze zu finden, weil da ist nicht drauf gestanden, Daten für die ÖVP, sondern das war versteckt unter Ordnernamen wie Weihnachten. Und die haben sich, die Beamten der Polizei, haben sich Weihnachtsordner angeschaut und politische Datensätze gefunden. Verstehe. Und in dem Weihnachtsordner ist, wie das Christkind heute so will, der komplette nachrichtendienstliche Satz vom Erwin Bröll, von der Mikl Leitner und vom Mitterlehner drin, unter anderem. Ja, das sind türkise Weihnachten. Ja, Weihnachten. Bei türkisen Weihnachten liegen unterm Christbaum plötzlich haufenweise Datensätze. Nein, was schließt jetzt aus? Jetzt wird es ja spannend. Nicht? Weil bis bis jetzt war das ein bisschen ein fader Urschuss. Bis jetzt, wir kommen jetzt darauf, die ÖVP hat immer geschwindelt. Ja. Die haben immer gesagt, wir haben nichts damit zu tun, wir haben keine Ahnung, nur die FPÖ wollte da was anstellen, wir sind sauber. Seit heute wissen wir, es stimmt nicht. Es gibt diese Verbindung zur ÖVP. Es gibt Datenmissbrauch. Es sind allein hier schon zumindest Datenschutzgesetze verletzt worden. Das ist ja keine Kleinigkeit. Mhm. Die Betroffenen sind nicht um Einwilligung gefragt worden, ob ihre Datensätze aus der Wählerevidenz verwendet werden. Mhm. Das ist hinterm Rücken der ganzen Leute passiert. Mhm. Und jetzt müssen wir weiterschauen. Frage Nummer eins. Welche Daten sind über diese schwarz-türkise Pipeline noch weitergegeben worden? Mhm. Da sind wir erst am Anfang. Mhm. Frage Nummer zwei, wer hat den Auftrag gegeben? Frage Nummer drei, wer in der ÖVP hat die Informationen und die Daten bekommen? Da haben wir ganz konkrete Verdachtsmomente. Da haben wir schon bestimmte Vorstellungen, was hier passiert sein dürfte. Und wo sind die Verdachtsmomente? Dass es hier um wesentlich mehr geht, dass es auch natürlich gezielt in Richtung Opposition gegangen ist, dass hier Datenbeschaffung in völlig anderem Maßstab auch stattgefunden hat. Dass uns auch Grüne ausspioniert wurden, dass wahrscheinlich SPÖ ausspioniert wurden. Wir müssen jetzt eines sehen, und das passt ja alles zusammen. Das war ungefähr die Zeit, in der auch gegen politisch unliebsame Gruppen, die plötzlich zu Extremisten und Terroristen hochstilisiert worden sind und zum Teil eingesperrt worden sind. Und wir werden uns selber noch mit einem Versuch dieser Herrschaften im BVD befassen, etwa gegen mich Falschinformationen im Nationalratswahlkampf 2013 aus dem BVD in Medien unterzubringen, was übrigens auch passiert ist. Das heißt, da geht es um wesentlich mehr. Wir sind am Beginn der parlamentarischen Aufklärung. Der Chefermittler hat uns heute auch gesagt, die sind auch am Beginn der polizeilichen Ermittlungen, die haben die größten Ermittlungsschritte noch vor sich. Das heißt, wir können uns noch auf ziemlich viel gefasst Aber machen. Deine These nach dieser heutigen Bombe, nach dieser heutigen Aussage ist, dieser BVD, sprich insbesondere der Nachrichtendienst des BVD, also das heikelste, der heikelste Teil der BVD ist Leck. Und dieses Leck hat in die ÖVP geführt, um es einmal so zu sagen. Und es sind Daten aus dem BVD zumindest an eine politische Partei geflossen. Ist deine These, richtig? Ja, das ist meine These. Die überprüfen wir jetzt. Und ich befürchte, dass da noch viel, viel mehr rauskommt. Wäre ein Riesenskandal. Peter Pilz, danke, dass du gleich zu uns gekommen bist. Wird spannend, wir bleiben dran und ich hoffe, wir haben dich möglichst bald wieder. Wann ist der nächste Termin im BVD-Ausschuss? Naja, wir müssen jetzt schauen, weil wir haben ja auch noch die Affäre Claude Müller-Sobotka zu klären. Ja. Das wird der nächste heikle auch Punkt. Auch diese heute sozusagen andiskutiert. Naja, das ist ja auch heute geplatzt. Das, ist, das, war ja ein, das war schon ein sehr intensiver Tag. Man muss sich mal vorstellen, der Chefermittler sagt,
Da gibt es einen Kabinettsakt aus dem Ministerkabinett des Innenministers. Mhm. Und dieser Kabinettsakt belastet den damaligen Kabinettschef Gleub Müller schwer. Da stehen ganz heikle Sachen drin. Mhm. Zuerst hat man versucht, überhaupt Teile dieses Aktes verschwinden zu lassen. Der Beamte hat gesagt, es hat Versuche der Manipulation von Akten gegeben, Versuche gegeben, die spurlos verschwinden zu lassen. Stufe 1. Stufe 2, ein halbes Jahr, nachdem er nicht mehr Kabinettschef ist, der Herr Gleubmüller, hat er seine Beschuldigtenvernehmung vor sich. Er ist ein Beschuldigter im Strafverfahren. Und plötzlich taucht er auf bei seiner Beschuldigtenvernehmung und hat eine Kopie dieses Kabinettsakts mit. Und die Polizei kommt jetzt auf Folgendes drauf und der Chefermittler schildert uns das heute. Ungefähr zur gleichen Zeit, kurz vorher, meldet sich der Nationalratspräsident im Staatsarchiv, weil dort war der alte Akt gelagert, und verlangt diesen Akt und kriegt ihn als früherer Innenminister. Kriegt ihn in sein Büro und kurze Zeit später hat der Herr Gleubmüller, der nie eine Kopie hätte haben dürfen, eine Kopie in der Hand. Wir als Untersuchungsausschuss fordern genau diesen Kabinettsakt an und kriegen aus dem Büro dieses Nationalratspräsidenten eine Leermeldung. Den Akt gibt es nicht. Und jetzt müssen wir natürlich überprüfen, ist es wirklich so, dass anstatt des Untersuchungsausschusses, der ein Recht darauf hat, der beschuldigte Gleubmüller diesen Akt gekriegt hat? Das sind spannende Dinge, also es wird da wirklich ein Sauerhaufen aufgedeckt. Wie geht es weiter mit dem PVT-Ausschuss? Schaut, die Kontrolle funktioniert. Jetzt sind wir, rein ins schwarze Netzwerk. Ja. Jetzt beginnen die Ladungen der Schlüsselpersonen, vielleicht auch des Nationalratspräsidenten. Mhm. Das werden wir uns jetzt sehr genau anschauen müssen. Mhm. Aber jetzt beginnt eine sehr spannende Phase. Wir brauchen noch einige Akten. Ja. Wir haben dem Justizminister gestern ein Ultimatum gestellt. Wenn wir die Akten Otto und Bartel, das sind Akten über nachrichtendienstliche Verstrickungen, aber das geht bis tief ins schwarze Netzwerk rein, wenn wir die nicht kriegen, dann können wir nicht weiterarbeiten und müssen die Ausschussarbeit unterbrechen. Ja. Heute in der Früh Antwort des Justizministers, er gibt nach, wir kriegen die Akten, wir kriegen jetzt ganz entscheidende. Also es wird spannend. Jetzt wird spannend, jetzt ermitteln wir mitten rein ins schwarze Netzwerk und ich bin wirklich sehr, sehr optimistisch. Wir klären das und auch. Und heute ist einmal eine Bombe geplatzt. Danke, dass du gleich zu uns gekommen bist, Peter Pilz bei Fellner Live. Das war an und für sich schon spannend genug und Peter Pilz schon outspoken genug, aber wir setzen dann noch eins drauf. Kurze Werbepause und dann kommen Fussi und Stadler und hauen sich politisch den Schädel ein. Bis gleich.